Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Abstimmungsvideo. Ja, es ist schon eine Weile her, da ist das Let's Play von Ruff zu Ende gegangen und ich habe wie immer auf Discord gefragt, was wir als nächstes spielen wollen. Ich frage immer auf Discord zuerst, da können wir schon mal ein bisschen eine Vorauswahl treffen, welche Geschichten überhaupt in die Abstimmung kommen und welche das eben nicht schaffen. Heute wollte ich das Abstimmungsvideo ein bisschen ausführlicher machen und den ganzen Kladderadatsch ein bisschen aufdröseln, weil das hat jetzt eine Menge Zeit gekostet. Und ja, bis die Abstimmung dann tatsächlich durch ist und jeder von euch die Gelegenheit hatte, über das Für und Wider nachzudenken, wird noch mal ein bisschen Zeit vergehen. Also würde ich sagen, legen wir gleich los. In der ganzen Abstimmung sind zwei Spiele, die ich vorgeschlagen habe. Der Rest kommt von euch, von der Community, eben über Discord. Ich habe diesmal direkt offen gefragt, was wollt ihr in der Abstimmung sehen, und habe absichtlich eine Weile gewartet, bis einige Vorschläge gekommen sind. Ich wollte da niemanden beeinflussen. Vorgeschlagen wurde Division 2, Ark Survival Evolved, Surviving Mars, Prey, Dawn of Man, Parkitect, Tavern Tycoon, Sim Airport und noch eine ganze Latte andere Spiele, die ich gerade nicht mehr auswendig weiß. Da habe ich dann noch Greedfall mit reingeschmissen. Relativ neues Spiel, auf das ich immer noch relativ heiß bin. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und dachte mir, mal schauen, ob das vielleicht was werden kann. Wie ich das in letzter Zeit immer mache bei den Abstimmungen, und mit in letzter Zeit meine ich eigentlich seit einem Jahr mindestens, ich gebe den Leuten dann die Chance, eine Stimme einzusetzen, um ein Spiel rauszuvoten. Irgendwas, an dem überhaupt kein Interesse besteht, das dann eben überhaupt nicht erst in die Abstimmung reinkommt. Und bei einem Spiel, nämlich Tavern Tycoon, habe ich gesagt, ich glaube, da herrschen ein paar falsche Erwartungen. Ich mache mal ein Video dazu. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Die meisten haben dann auch tatsächlich gesagt, oh, das hatte ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt. War also gar nicht so schlecht, dass ich ein Video dazu gemacht habe. Bei den Spielen, die dann in die engere Auswahl kamen, wurden ein paar Stimmen vergeben, um die Spiele rauszuschmeißen. Und rausgeflogen sind dann Division 2, Ark, Survival Evolved, Prey und Parkitect. Das bedeutet, wir haben noch in der engeren Auswahl Greedfall, Surviving Mars und Dawn of Man. Der Rest hat einfach nicht in die Abstimmung geschafft, weil einfach zu wenige Leute überhaupt ein Interesse hatten oder einige Leute gesagt haben, das will ich überhaupt nicht sehen, lass mal gut sein, wenn dazu ein Let's Play kommt, dann schaue ich mir da überhaupt kein Video an und solche Geschichten. Jetzt haben wir also aus der ganzen Latte an Spielen, die ursprünglich mal als Vorschläge im Raum standen, noch drei Spiele übrig. Drei ist ein bisschen dünn. Ich bin ja dankbar, dass Greedfall noch in der Auswahl ist. Ob das jetzt wirklich an einem echten Interesse liegt oder einfach aus Höflichkeit, weil ich es vorgeschlagen habe, das dann nicht gleich platt zu machen, sei einfach mal so dahingestellt. Ich habe aber gesagt, wir brauchen eigentlich vier Spiele für die Abstimmung. Das Problem ist, Division 2, Ark und Prey wurden mit der gleichen Anzahl Stimmen rausgevotet. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann einfach bestimme, das Spiel kommt doch in die Abstimmung und die anderen beiden nicht. Deshalb hat es keins dieser drei Spiele in die engere Auswahl geschafft. Und ich habe mir gedacht, gestern gab es Neuigkeiten zu einem anderen Spiel. Da gibt es nämlich eine neue Alpha. Das ist noch in der Early Access Phase. Ich habe da auch schon ein paar kurze Sachen zu gezeigt zu dem Spiel und habe immer noch ein riesen Interesse dran. Ich glaube, würde ich bestimmen, was auf dem Kanal läuft, wäre ein Viertel des Kanals bestimmt dieses Spiel. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich schmeiße es mal wieder in den Raum. Ich glaube nicht, dass es eine Chance hat, abgestimmt zu werden oder gewählt zu werden. Aber warum nicht? Raft war ein Survival-Spiel, also machen wir wieder ein Survival-Spiel rein. 7 Days to Die. Sagen viele, Zombies und Aufbau wie Minecraft und beides zusammen. Ich sage, yay, beides zusammen. Da kann man einen Basisbau machen, man kann kreativ sein und die neue Alpha bringt eine ganze Menge interessante Neuerungen. So, das bedeutet, wir haben zur Auswahl Greedfall, da habe ich vor kurzem schon ein Video zu gemacht und das Intro ein bisschen gezeigt.
Wenn es zu einem Let's Play kommt, starte ich ein neues Spiel und wir sehen das Intro komplett. Das allein wird ein paar Episoden verschlingen, schätze ich. Das zweite wäre Surviving Mars. Dazu hatten wir schon ein Let's Play gemacht. Freut mich aber, dass das Interesse daran immer noch da ist. Das wäre, wenn es abgestimmt wird, auf jeden Fall ein gemoddeter Spielstand. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal im Laufe der Zeit auch schon ein paar Mods dazugepackt. Das löst einfach eine ganze Menge Probleme in dem Spiel, finde ich, und gibt noch ein paar interessante neue Möglichkeiten. Eine Sache war zum Beispiel Landeplattformen für die Shuttles. Ansonsten, ja, platziert man die einfach irgendwo in der Wüste, das gefällt mir nicht so gut. Oder man kann Mauern ziehen, die dann eben auch Versorgungsleitungen drin haben. Das ist ganz interessant. Dann gibt es noch so ein paar besondere Domkuppeln, die es vorher, glaube ich, nicht gab, die als Mod interessant sind. Und ich würde auch mal reingucken, was sonst noch so interessant aussieht. Also das wäre, wenn, auf jeden Fall ein modifizierter Spielstand. Vanilla würde mich da gar nicht reizen. Dawn of Man steht zur Auswahl. Das ist bei Steam schon seit einer Weile auf meiner Wunschliste und derzeit tatsächlich auch im Rabatt. Ich glaube, da werde ich nachher noch zuschlagen. Egal, ob das abgestimmt wird oder nicht. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das mich schon eine Weile interessiert. Das verfolge ich auch so ein bisschen. Wie kann man sich das vorstellen? Einige kennen vielleicht das Spiel Banished. Das hat ein einzelner Programmierer geschaffen, das Spiel. Also Banished. Und hat einen richtig guten Job dabei gemacht. Da geht es darum, dass man im Mittelalter einfach ein kleines Dorf aufbaut und das Dorf wächst und gedeiht. Man muss die durch die Jahreszeiten bringen und dafür die Ernährung sorgen. Man muss dafür sorgen, dass die Leute auch nicht erfrieren. Kann dann diese Holzhütten am Anfang aufwerten zu Steinhäusern und ähnliche. Und Dawn of Man funktioniert relativ ähnlich, hat nur noch einige Komponenten von Civilization. Und zwar startet man quasi in der Jungsteinzeit, noch vor der Steinzeit. Ist auf jeden Fall übel. Die Menschheit hat es gerade mal geschafft, sich in Felle zu hüllen, sind immer noch Jäger und Sammler. Man macht dann auch Jagd auf Mammuts und ähnliches, Elche und hast du nicht gesehen. Also gibt auch eine ganze Menge Viecher. Und man muss eben auch, wie bei Banished, eine kleine Gruppe an Leuten durch die Jahreszeiten bringen und die ernähren, muss dafür sorgen, dass die nicht von wilden Tieren gefressen werden, dass die nicht erfrieren und ähnliches. Ist recht anspruchsvoll. Es gibt eigentlich noch einen Technologiebaum und die Kolonie oder die Gruppe sammelt auch Erfahrung und im Laufe der Zeit kann man dann neue Dinge quasi entdecken und freischalten. Und wie bei Civilization gibt es dann eben eine Art Skillbaum, wo man so die Erfahrung der Gruppe investieren kann, um dann, was weiß ich, Fischerei zu entdecken. Wobei, was ich gesehen habe, kann man Fischerei von Anfang an machen. Aber was nicht von Anfang an geht, ist zum Beispiel, dass man das Fleisch trocknet und konserviert. Dann kann man im Laufe der Zeit auch entdecken oder entwickeln, dass man Tiere domestiziert. Man kann die Landwirtschaft entdecken. Töpferei, dann kann man auch Brunnen bauen, weil dann kann man das Wasser transportieren und abkochen. Das hilft dann auch mit der Gesundheit und Ähnlichem. Also da hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten, die eigene Kolonie in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Es werden dann auch einige Kampfhandlungen durchgeführt. Das gibt es bei Banished überhaupt nicht, bei Civilization schon. Da gibt es dann zum Beispiel Barbarenhorden und Ähnliches, konkurrierende Dörfer und Clans, die einen dann auch überfallen und ja Nahrung und Leute stehlen wollen. Da hat man also auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten und dementsprechend kann man dort dann auch Stadtmauern und Ähnliches errichten. Am Anfang vielleicht auch nur einfache Holzpalisaden. Ich bin mir nicht ganz sicher, durch welche Zeitalter man geht bei Dawn of Man. Aber das klang schon so, als könnte man mindestens in die Eisenzeit vordringen. Und ich habe einige Bilder gesehen von stabilen Steinmauern drumherum. Sieht aber nicht so aus, als könnte man irgendwann das Schießpulver entdecken und Ähnliches. Trotzdem, Dawn of Man wird regelmäßig erweitert und ich glaube, zurzeit ist da eben auch schon eine Erweiterung mit dabei bei dem Spiel. Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher über die Inhalte. Wäre aber möglich, dass das noch weiter ausgebaut wird im Laufe der Zeit. Müsste man gucken. So, damit wäre die Abstimmung komplett. Wir haben Greedfall,
Dazu habe ich ein Video gemacht. Surviving Mars, dazu habe ich ein Let's Play gemacht. Dawn of Man habe ich gerade eben ausführlich erklärt. Und Seven Days to Die, dazu habe ich auch schon einige Videos gemacht. Und ja, es gibt eine neue Alpha, die ich dann auch noch vorstellen würde mit dem Let's Play. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Seven Days to Die eine Chance hat. Das wurde schon einige Male abgewählt. Und anhand dessen, was ich gerade erzählt habe, würde ich, glaube ich, für stimmen. Ihr glaubt doch nicht, dass ich euch verrate, was ich da nehmen würde. Das müsst ihr selbst entscheiden, da will ich euch nicht noch weiter beeinflussen. Ich denke, ich habe jetzt auch genug Blabla verzapft. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Abstimmung. Oh, ich sollte vielleicht noch erklären, wie lange die Abstimmung läuft und wie ihr abstimmt. Die Leute, die das Ganze auf ihren Handys, Tablets oder sowas gucken, also von Mobilgeräten, die haben leider ein bisschen gelitten. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie man an einer Abstimmung teilnimmt, wenn man bei einem Mobilgerät dabei ist. Da tut mir das sehr leid für euch. Setzt euch einfach kurz in Internetcafé oder sowas, meldet euch dort an und stimmt ab, wenn ihr das wollt. Ich kann leider keine Kommentare oder Discord-Geschichten berücksichtigen, denn in der Vergangenheit wurde da schon einiges an Schmu getrieben bei den Abstimmungen. Früher habe ich das auch über eine Drittanbieterseite gemacht, da haben die Leute einfach ständig ihre IP-Adresse erneuert und dann hatte ein Spiel mehr Stimmen als das Video überhaupt aufrufe. Nicht sehr nett. Und so ähnlich würde das wahrscheinlich auch laufen, wenn ich dann Kommentarabstimmungen mit berücksichtige. Dann haben die Leute plötzlich 8 Accounts oder stimmen für eine Sache und schreiben danach nochmal einen Kommentar. Ich habe keinen Einblick darauf, welcher Account für welche Sache gestimmt hat und kann das dann also nicht kontrollieren, dass da keine Doppelmeldungen kommen. Dementsprechend tut mir das sehr leid für alle auf Mobilgeräten. Der Rest der Welt kann unten auf das Zahnrad klicken. Unten rechts beim Video habt ihr ein Zahnrad, geht ein kleines Fenster auf. Da könnt ihr die Anmerkungen einschalten. Wenn ihr die eingeschalten habt, seht ihr oben rechts im Video ein kleines i. Wenn ihr da drauf drückt, seid ihr schon bei der Abstimmung. Dann seht ihr die Frage, ihr seht die Möglichkeiten, ihr klickt eine Sache an, solange ihr eingeloggt und angemeldet seid bei YouTube. Denn nur die Leute haben ein Stimmrecht. Und ja, dann könnt ihr abstimmen. Es ist auch keine endgültige Geschichte. Ihr könnt im Laufe der Abstimmung beliebig oft wechseln und euch umentscheiden. Wichtig wäre mir nur, dass ihr das bis Freitagabend 18 Uhr gemacht habt. Denn dann werde ich die Abstimmung abschließen. Ich mache dann noch einen Screenshot für zukünftige Geschichten. Wenn jemand behauptet, ich würde Abstimmung ignorieren und ähnliches, kann ich den Screenshot zeigen. Hier, Freitag 18 Uhr, so sah das dann aus. Und dann haben wir das nächste Spiel. Wunderbar. Abstimmung läuft, wie gesagt, bis Freitag 18 Uhr und das ist Freitag der 11. Oktober. Und dann kann ich übers Wochenende die ersten Episoden aufnehmen und dann geht's los. Dann wünsche ich viel Spaß bei der Abstimmung. Fragen, Wünsche, Anregungen, Discord sollte in der Videobeschreibung stehen. Ansonsten meckern, dann mache ich sie in die Videobeschreibung, wenn ich es vergessen haben sollte. Oder direkt hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Video dann also. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.